Verkettung von Funktionen und dann noch die Ableitung machen, da steht meistens dann einfach die Formel für die Ableitung. Wenn vorher irgendwie sowas stand wie u von v von x, ist jetzt die Funktion f von x und die Ableitung ist dann u' von v von x, aber dann nochmal v' von x. Und dann tauchen so Wörter auf wie äußere Funktion, innere Funktion und äußere Ableitung und innere Ableitung. Und wenn man das mit Beispielen verpackt, dann kriegt ihr eigentlich irgendwann einen Blick dafür. Man hat sowas Übliches wie x hoch 3 minus 2x. Da mache ich mal Klammern drum, hoch 4. Und das soll jetzt euer f von x sein. Und es ist halt jetzt so, dass es nicht wie am Anfang, stellt euch jetzt einfach dieses in Klammern hoch 4 weg. Wenn da stehen würde, f von x gleich nur, in Anführungsstrichen nur, x hoch 3 minus 2x, da hättet ihr keine Verkettung, sondern das ist das, wo ihr am Anfang dann beim Thema Ableiten Ausdrücke ableiten musstet und relativ easy da durchkamt. Wenn ihr nur das hier nehmt jetzt, dann würdet ihr wahrscheinlich sofort hinschreiben, f' von x ist gleich 3x² minus 2. Wer da Probleme hat, Grundlagen ableiten nochmal anschauen, denn das sind die absoluten Basics jetzt hierfür. Jetzt hat man ja praktisch diese Funktion da hat man Klammern drum gesetzt und hoch 4, diesen ganzen Ausdruck hoch 4 genommen. Und dann passiert jetzt halt eben etwas, dass man, da könnt ihr jetzt auch Farben nehmen, dass das jetzt zu einer inneren Funktion, also die wirklich innen drin steht. Und man hat so einen äußeren Rahmen von die jetzt innen steht, hoch 4. Und das ist diese Verkettung, wo man eben mehrere Beispiele für braucht. Wenn man das jetzt mal hier mit der Schreibweise vergleicht, offensichtlich haben wir jetzt so etwas wie u, das äußere komplette Paket, hoch 4 und das hier, was hier innen steht. Und wenn man das jetzt vergleicht, dann ist also das Innere x hoch 3 minus 2x, was ja vorher ganz am Anfang einfach nur meine Hauptfunktion war. Und jetzt hat man das Ganze ja noch verpackt und hat diese äußere Struktur. Und diese äußere Struktur ist halt das hier hoch 4. Und jetzt steht dann da auf einmal x hoch 4 und man denkt, ah, wo kommt dieses x hoch 4 denn auf einmal her? Ja, das ist einfach für euch, dass ihr jetzt sagen könnt, okay, die innere abgeleitet, also die innere Funktion wäre 3x² minus 2 und der äußere Teil, die äußere Funktion wäre 4x hoch 3. So, jetzt hat man das Äußere abgeleitet und das Innere. Man könnte jetzt natürlich streng genommen nur hier mit der Formel arbeiten und könnte sagen, okay, die besagt jetzt, diese äußere abgeleitet ist ja die Struktur hier, aber Achtung, die äußere abgeleitet, aber die innere bleibt ja in der Schreibweise immer noch mit dabei. Und deshalb steht da jetzt 4 und nicht x hoch 3, sondern die innere hoch 3 und mal die innere Funktion abgeleitet, dran multipliziert. Und das ist offensichtlich hier jetzt f'. Und jetzt seht ihr vielleicht, okay, wir haben, das war der erste Schritt, wir haben einen Ausdruck, der offensichtlich jetzt verkettet ist. Wir haben eine äußere Funktion und eine innere Funktion. Nach der Regel haben wir die äußere Funktion abgeleitet, aber der innere Teil bleibt logischerweise erhalten, multipliziert mit der Ableitung von dem inneren Teil. Also hier steckt jetzt genau das, was hier mit vielen Buchstaben steht, verpackt mit der wirklich für euch gegebenen Funktion. Und wenn ihr jetzt mal, wir nehmen mal eine andere Funktion, g von x ist gleich, nehme ich mal 3x minus 2 hoch 7, dann solltet ihr eigentlich direkt erkennen, jetzt könnt ihr wieder hergehen und könnt euch alles einzeln wieder hinschreiben, aber man sollte sofort erkennen, okay, da ist so etwas wie die innere Funktion in Klammern hoch 7, also ist da auch eine äußere. Die äußere ist irgendetwas hoch 7. Und wenn ich jetzt, das könnt ihr jetzt alles schrittweise machen, wenn ich jetzt die Ableitung bilden muss, die äußere, das sollte hinterher für euch echt easy sein, die äußere ist 7
mal, innerer Teil bleibt erhalten, oben einer weg. Und ich muss noch multiplizieren mit der Ableitung von dem inneren Teil, der inneren Funktion. Und 3x minus 2 abgeleitet ist 3. Hier steckt wieder diese Struktur drin. Äußere Funktion abgeleitet, innerer Teil bleibt natürlich stehen, multipliziert noch mit der Ableitung von dem inneren Teil der inneren Funktion. Und so kann man eigentlich alles durchgehen und macht am Anfang vielleicht ein paar Übungen zum Thema, wie verkette ich Funktionen, wie erkenne ich solche verketteten Ausdrücke. Da kann man auch Sachen nehmen wie so eine Sinusfunktion Sinus x. Und jetzt kann man zum Beispiel sagen, okay, wie kann ich die verketten? Ich kann zum Beispiel sagen, Sinus von x hoch 3. Dann solltet ihr erkennen, hier ist die äußere Funktion, Sinus x. Und hier innen drin steht x hoch 3 als innere Funktion. Ihr könntet aber genauso gut sagen, jetzt habe ich wieder begonnen mit der Sinusfunktion, habe jetzt aber Klammern drum gesetzt hoch 5. Und jetzt habt ihr hier die äußere Funktion, vielleicht eine Hand drauf, irgendetwas hoch 5 und Sinus x ist der innere Teil. So, und nochmal, dafür ein paar Übungsaufgaben, dann kriegt ihr den Blick und kommt eigentlich easy dadurch.